Wir wissen, dass ein Großteil der proktologischen Erkrankungen, mit denen wir tatsächlich auch in der Praxis zu tun haben, entstehen aufgrund einer Verstopfung. Wie banal das auch klingen mag, es ist tatsächlich so. Deswegen Abfüllmittel oder Weichmacher werden extrem oft bei uns verordnet. Die sind natürlich ganz wichtig, um wirklich auch erstmal den Druck da wegzunehmen, also das, was zu einer Erkrankung geführt hat, erstmal das auszuschalten. Nur so kann man das anfangen zu therapieren. Und dann das Zweite, wenn wir einen Eingriff durchführen, wenn wir eine kleine Operation durchführen, müssen wir darauf achten, dass die Patienten wirklich einen sehr guten weichen Stuhlgang haben, damit einfach die Stelle nicht zu sehr belastet wird. Es ist oft so, das läuft eigentlich ganz gut, und wenn die Patienten dann, wenn das alles abheilt oder vielleicht die Erkrankung behandelt ist, und dann versuchen sie, diese Abführmittel abzusetzen. Und dann kommt das dazu, dass auf einmal Stuhlgang wirklich dann knochenhart ist, und dann kommen diese Fissuren, diese Kryptitiden, diese Afterdrüsenentzündungen, auch die Hämorrhoiden, auch vielleicht auch Schmerzzustände kommen wieder. Sehr viele Patienten kommen dann nochmal zu uns und sagen, boah, jetzt habe ich das wieder abgestellt, aber das funktioniert überhaupt nicht. Wie soll ich das machen? In diesem Video, auch wenn Intro sehr lang ist, spreche ich darüber, wie man die Abführmittel richtig absetzen sollte, damit sowas nicht passiert. Mein Name ist Dr. Eduard Karsten. Herzlich willkommen in Wuppertal, meiner Praxis. Abführmittel. Wir nehmen das tatsächlich sehr oft. Und wenn die Patienten das längere Zeit nehmen, der Körper adaptiert das so ein bisschen, oder nicht der Körper adaptiert das, sondern unser Verhalten adaptiert dazu. Das heißt, wir kriegen auch eine gute Balance zwischen genügend Flüssigkeit und genügend Ballaststoffen. Wir haben auch vielleicht irgendwelche Laxantien oder Präparate, die Stuhl weich halten. Da haben wir unsere Balance gefunden. Wenn wir diese Präparate sofort, also ziemlich schnell ausschalten, dann kann es wirklich dazu kommen, dass es wirklich wieder eine massive Verstopfung auftritt. Deswegen ist es wichtig, dass solche Medikamente, also wichtigen Medikamente, auch nicht auf einmal, nicht rapide, nicht schlagartig abgesetzt werden, sondern einfach die Dosis reduziert. Ich empfehle meinen Patienten einfach erstmal die Hälfte zu nehmen. Ja, nehmen Sie vielleicht eine halbe von der Tablette oder die Hälfte von den Tropfen oder die Hälfte von dem Pulver, das, was Sie nehmen. Und nehmen Sie vielleicht auch ein paar natürliche Präparate dazu, wie Flohsamenschalen, Weizenklei. Also achten Sie, dass Sie etwas mehr Ballaststoffe zu sich nehmen. Nehmen Sie einfach tatsächlich auch mehr zu trinken, das heißt etwas mehr Flüssigkeit, das ist etwas mehr Wasser. Und bewegen sich ein bisschen mehr. Das ist also, das heißt, solche Dinge tun, damit die Verdauung wirklich sehr gut funktioniert. Und das beobachten Sie bitte ein paar Tage. Wenn Sie merken, dass der Stuhl fester wird, dann gehen Sie mit der Dosis wieder hoch, damit Sie nicht in eine Verstopfung wegen fallen. Und dann sprechen Sie mit dem Arzt, also behandelnden Arzt und mit der behandelnden Ärztin, was man machen soll. Vielleicht soll man das umsteigen, vielleicht ein anderes Regime nehmen. Aber wenn es gut funktioniert, dann können Sie das wieder um die Hälfte reduzieren. Und wenn das wirklich gut klappt, dann nehmen Sie das Ganze weg. Es ist aber ganz, ganz wichtig, dass Sie sich mit der Ernährung auseinandersetzen. Also wie ich schon gesagt habe, also genügend Ballaststoffe, nicht immer vielleicht als Nahrungsergänzungsmittel, sondern wirklich nehmen Sie einfach gesunde Sachen zu sich. Also das heißt genügend Gemüse, das heißt genügend Flüssigkeit. Dann nehmen Sie auch vielleicht auch die Lebensmittel, die eher dazu führen, dass der Stuhl weich bleibt. Man kann auch mit vielen Dingen einfach mal experimentieren. Mit Joghurt, sehr viele Patienten sprechen sehr gut auf Joghurtprodukte, also auf natürliche Bakterien, natürliche Lactobacillen, also Milchsäurebakterien, das auch stabilisieren. Sehr viele nehmen zum Beispiel Backpflaumen oder vielleicht tatsächlich Magnesium als Nahrungsergänzungsmittel, was sowieso sehr wichtig ist. Aber wenn Sie die Dosis etwas höher fahren, dann bleibt der Stuhl auch ein bisschen weicher. Also da muss man ein bisschen spielen. Das bedeutet, achten Sie darauf, dass der Stuhl wirklich auch weich bleibt, auch danach, wenn Sie das abgesetzt haben, damit Ihr Körper nicht wieder dahin kehrt oder Ihre Verdauung nicht dahin kommt, wo es vorher war, was natürlich zu diesen sehr unangenehmen proktologischen Erkrankungen geführt hat. Und wenn Sie merken, dass Sie wirklich an der Stelle dass es irgendwie nicht funktioniert, wirklich sprechen Sie offen mit Ihrem Arzt oder mit Ihrer Ärztin. Bei uns können Sie natürlich eine Ernährungsberatung in dem Fall auch in Anspruch nehmen. Das funktioniert auch gar nicht so schlecht. Die Kosten dafür werden auch von den Krankenkassen übernommen. Das ist nicht das große Problem. Und da kann jemand wirklich fachkündigen, kann Sie einfach mitnehmen und mit Ihnen individuell einen Plan ausarbeiten, damit diese Probleme nicht mehr entstehen. Vielen Dank, dass Sie dieses Video bis zum Ende angeschaut haben. Eduard Karsten.